So, und weiter geht's. Wir müssen irgendwie das Wappen analysieren. Nur wie? Archiv? Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf Anderes darauf. Archiv? Mein Archiv. Dieses Mein Archiv? Archiv. Ja, auch nicht. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein Analyse. Wo ist denn das? Untersuche das Wappenbild des. Wo muss ich mir das Bild. Ach so. Gute Arbeit von Wiggins. Wow. Jetzt vielleicht zum Analysetisch. Mein Analysetipp. Im Archiv. Jetzt muss ich zum Archiv gehen, um das anzugucken. Oh, das ist doch ein komisches Spiel. Okay. Nicht das, was ich. Nicht das, was ich bin. Nicht das, was. Nee. Ah, komm. Ach du Heiliger. Vielleicht nicht eine Zeitung, Enzyklopädie. Kunst und Architektur, Geschichte, Medizin, Botanik. Nein. Vielleicht dann eher Forschungsberichte. Verletzungen, Zeichen und Symbole. Waren Markenzeichen. Nicht das, was ich benötige. Englische Familienwappen. Das Familienwappen der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmitteln. Oder Whitechapel, ups, mit Lebensmitteln, warmer Kleidung, etc. Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitbegründer des sogenannten Sonderausbildungsprogramms, mit dem arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in Three Mainsbury Road, London. Wir sollten vielleicht zur Three Mainsbury Road, London. Gefunden. Wunderbar. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein. Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Interessant. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Tun wir das doch mal. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Oh Gott, oh Sagen Gott. Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu Oh warten. la la. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dort auch so schon muffig genug. Meine Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Und jetzt Wer klingelt auch noch weiß, das wer Telefon. weiß. Du wirst es mir doch verraten, Vater. Wenn du dich benimmst. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? Gut. Ich habe also eine Tochter. Es ist so schön, dass Kate hier ist. Ja, auf jeden Fall ist es schön, dass Kate hier ist. Ich wusste gar nicht, dass Sherlock Holmes eine Tochter hat. Ich sollte Tab drücken. Statten Sie Lord Marsh einen Besuch ab? Ja, das tue ich jetzt. Und ich muss gleich zu Marsh seinem Haus. Englische Familienwappen? Ja, alles klar. Und Marshs Haus? Alles klar. Der Wartesimulator. Herzlich willkommen. Wir bräuchten jetzt ein bisschen Hintergrundmusik. Oh, fertig. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Ich bin falsch angezogen. Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Alles klar. Okay.
Ich habe also doch keine Tochter. Hätte ja sein können. Kommen Sie herein. Gerne. Warum muss ich denn jetzt Tab drücken? Hallo? Dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig. Ich bin verwirrt. Na, hier ist nichts. Guten Tag, Gentlemen. Oh. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Hm. Analyse. Man fühlt sich nicht gut. Schlafmangel würde ich ja tippen. Ja. Ein Ring. M. Goldener Ring. Wohlhabend. Okay. Er ist krank. Er verheimlicht etwas. Ich glaube, er ist krank. Painkiller. Tabletten. Starke Schmerzmittel. Ja. Notizbuch. Lord Marshalls persönlicher Assistent. Oh. Aufgesticktes Motiv, Mitglied eines Jagdclubs. Arzt. Ja. Das hatten wir schon alles. Krank. Lord Marshall's Health. Ah, okay, ist Arzt. Ja, ja, das hatten wir schon. Kann ich hier oben? Ne, hier oben kann ich nichts. Okay, Analyse bestätigen. Ungenaue Analyse. Okay, gucken wir uns erstmal das hier an. Ruben Fischer ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Ruben Fischer ist nicht nur Arzt, sondern auch persönlicher Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Seine Augen sind gerötet, vermutlich wegen Schlafmangel oder vielleicht aufgrund von Alkoholkonsum. Aha. Schmerzmittel auf dem Tisch von Lord Marshall. Ah, alles klar. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Ruben Fischer. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt. Voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, mein Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht.
Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Interessanter Doc. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich als Arbeiter verkleidet andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Mhm. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Aha, er verheimlicht was. Okay. Gucken wir uns kurz ein bisschen um. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Hm. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Sehr nett. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Mhm. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Hm. Alles zu seiner Zeit, Milord. Hm, okay. Damit sind wir durch. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Das ist ein sehr vorbildlicher Sprachstörung. Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Hm. Nett, nett, nett. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Nett, nett. Gucken wir mal ein bisschen weiter hier. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Mhm. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Hm. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Säcke voller Essen. Was er mich hier so rumlaufen lässt. Hm. Zu. Abgeschlossen. Alles klar. Wir kommen hier also nicht weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal mit, warum kann ich hier noch mehr erblicken? Das habe ich, aber mehr gibt's hier nicht, ne? Unterlagen, Dokument mit Siegel. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strawbridge, der ist verschwunden, William Thatcher und Reginald Staple. Dieser Name sagt mir nichts. John Strawbridge, ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Mhm. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Und Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. So. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Tun wir das also. F1 Hilfe. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen.